Ja, hallo zusammen. Wir sind hier auf der WEJAX in München und ich freue mich, den Stefan Wolf hier begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan. Oh, ich freue mich hier zu sein. Wir haben vor, ein kurzes Interview zu machen über dein Thema hier auf der WEJAX, Developer Productivity Engineering. Da hattest du einen Talk. Also es geht darum, Developer Productivity Engineering, Entwickler produktiver zu machen. Ja, neuer Term, neuer Trend, wie ihr auch sagt. Vielleicht beginnen wir mal mit einer Definition. Wie würdest du das definieren? Was ist Developer Productivity Engineering? Ja, dazu hole ich ein bisschen weiter aus. Also wann fühlen sich Developer produktiv? Also wann denken sie, dass sie produktiv sind und Software erstellen? Und wenn man zurückdenkt, wenn man angefangen hat mit seiner Entwicklung, dann hat man vermutlich ein kleines Programm angefangen. Man schreibt da irgendwie Printline, Hello World, und das erscheint dann sofort auf der Kommandozeile, da hat man noch Spaß, da ändert man dann was und kriegt sofort Feedback dafür. Und da ist man in diesem kreativen Loop drin, also im Flow, wie man auch sagt, und fühlt sich dann produktiv und ist auch produktiv. Mhm. Nur dadurch, je weiter man dann im professionellen Entwickler-Dasein fortschreitet, trifft man dann irgendwann auf Enterprise-Software, die versucht irgendwie dagegen zu wirken, weil Enterprise-Software, als Enterprise-Software-Entwickler, ist man in einem Umfeld, in dem man ein Problem hat, erfolgreich zu sein. Wenn man nämlich erfolgreich ist, dann wird die Software immer mehr. Das heißt, man hat mehr Lines of Code, mehr Tests, die man ausführen muss. Und diese Feedback-Zyklen werden immer länger. Das heißt, man kommt nicht mehr in diesen Flow rein und man wird dann frustriert und ist einfach nicht mehr produktiv. Und Developer Productivity Engineering ist eine Praxis, die wir denken, dass das die nächste Praxis ist, die ein datenbasierter Ansatz ist, um die Feedback-Zyklen zu verkürzen und die ganze Toolchain zuverlässiger zu machen. Was wir heute im ersten Ansatz Vortrag gehört haben, auch hier in der Keynote, dass empirische oder datengetriebene datengetriebene Analysen. Also es geht viel schon auch um Messungen. Genau. Es ist also kein kultureller Ansatz. Der wissenschaftliche Ansatz, wollte ich sagen. Der wissenschaftliche Ansatz, den man auch auf die Softwareentwicklung anwenden kann. Aber die Softwareentwicklung selbst ist auch der wissenschaftliche Ansatz. Weil man stellt eine Hypothese auf, man überlegt sich, das ist das, was mein Programm leisten könnte. Dann schreibt man einen Test dafür und dann führt man das aus und kriegt dann das Feedback von der Natur, das dann das Ergebnis des Experiments darstellt. Und je schneller dieser Feedback-Zyklus ist, desto besser kann man seine Experimente machen. Da ist eben da, wo DPE ansetzt. Mhm. Und wir denken, das ist das nächste große Ding. Das nächste Ding, das spricht so ein bisschen so eine Evolution der Methoden an. DevOps hatten wir lange Zeit als das große neue Paradigma, wo es ja auch um Effizienz geht, um Produktivität. Wie würdest du sagen, grenzt sich das jetzt aber ab, DevOps zu Developer Productivity Engineering? DevOps, da geht es eher darum, dass man schneller zur Produktion kommt, dass man den Code, den man geschrieben hat, schneller zu den Kunden bringt, damit die davon profitieren und man selbst natürlich auch davon profitiert, damit der Code eingesetzt wird. Was wir jetzt machen, ist, wir schieben das Ganze mehr nach links, dass dann schon beim Schreiben des Codes, dass man dort produktiver wird. Damit ist es praktisch eine Fortsetzung der DevOps-Bewegung, wenn man das so sehen will. Kommen wir mal ganz konkret zu dem, was ihr bei Cradle macht. Also Cradle dürfte allen bekannt sein als eines der sehr populären Build-Tools, gerade auch hier im Java-Umfeld, aber auch darüber hinaus. Was macht ihr bei Cradle, um eben den Entwickler produktiver zu machen in diesem Sinne? Ja, bei Cradle haben wir ein eigenes Developer Productivity Engineering Team. Mhm. Und dazu haben wir sogar zwei, eins für das Build-Tool und eins für das Cradle Enterprise-Produkt. Ich spreche jetzt für das Build-Tool-Produkt, weil ich dort der Lead von dem Team bin. Und da benutzen wir viele Features von Cradle Enterprise. Cradle Enterprise ist eben unser Developer Productivity Engineering Tool, um den Build schneller zu machen. Das fängt dabei an, also wir haben die verschiedenen Feedback-Zyklen unserer Entwickler analysiert, indem wir Interviews mit denen zum Beispiel gemacht haben. Und haben herausgefunden, es gibt im Großen und Ganzen drei Zyklen, in denen die Entwickler arbeiten. Das eine ist die
lokale Entwicklung. Das heißt, ich arbeite auf meinem Laptop oder auf meinem Computer an einer begrenzten Menge an Code, wo ich jetzt ein neues Feature entwickle. Ich weiß, ich brauche diese Tests, die ich laufen muss. Das heißt, man ist in einem sehr schnellen Feedback-Zyklus, den man mehrmals pro Minute und ganz oft pro Stunde machen will. Das ist auch dieser Kernentwicklungszyklus, wo die Entwickler sich wirklich produktiv fühlen sollen oder müssen, um gute Software zu schreiben. Genau, und dann gibt es den Zyklus, in dem man dann sagt, okay, jetzt weiß ich, dass mein Feature funktioniert in Isolation. Und jetzt muss ich checken, klappt es denn auch mit Integration? Also was habe ich noch kaputt gemacht? Und in dem Zyklus füllt man viele Tests aus, benutzt halt CI eventuell oder andere Parallelisierungsmethoden, damit man die Tests schneller ausführt. Und wenn dann die Tests auch positiv zurückkommen, dann kann man schließlich und endlich seine Änderung wirklich in den Hauptbranch zu integrieren. Und da kommt es dann eher darauf an, ist denn das stabil? Das heißt, werde ich nicht dann am nächsten Tag angerufen und gesagt, gestern hast du den Build kaputt gemacht, warum hast du es nicht gefixt? Oder man will gerade losgehen und sagt, hey, der letzte Check-in hat aber den Build kaputt gemacht. Ihr habt ja, du hast erwähnt, auch gewisse Dinge da ganz konkret schon umgesetzt, also dass Konfigurationen gecached werden, dass Tests, die sinnvoll sind, irgendwo mit Machine Learning-Algorithmen auch ausgewählt werden. Kannst du da ein bisschen ein paar Insights geben, was ganz konkret jetzt hier umgesetzt wurde, um eben den Build effizienter zu machen? Genau. Also bei diesem kurzen Entwicklungszyklus, da geht es hauptsächlich um inkrementelle Änderungen. Das heißt, man will möglichst vermeiden, irgendwas zu machen, was man vorher schon mal gemacht hat. Und da ist eben eines der neuen Gradle-Features, also Gradle-Build-Tool-Features, ist Configuration-Caching. Das heißt, anstatt die ganze Konfiguration des Builds jedes Mal nochmal neu zu machen, wenn wir die gleiche Sache machen, also nochmal den Test ausführen zum Beispiel, wird die Konfiguration gespeichert und dann aus diesem Cache geladen. Und man spart sich damit die komplette Konfigurationszeit, was bei den meisten Builds dann die Hälfte der Zeit ungefähr ist, die man sich dort spart. Wenn wir jetzt über Tests reden, da geht es dann eher um die Verifikationsphase. Und da benutzt man auch mehrere Features von Gradle Enterprise. Das eine ist die Test Distribution. Das heißt, es erlaubt es, Tests automatisch in Partitionen zu zerlegen, die dann auf separaten Agenten laufen. Also wenn man sich das vorstellt, wenn man das manuell macht, also in seinem eigenen CI muss man eigene Bildkonfigurationen erstellen und die dann entsprechend anpassen, damit auch die richtigen Tests ausführen. Und Gradle Enterprise benutzt die historischen Daten über die, wie lange die Tests gebraucht haben, um diese dann in gleich große Partitionen zu zerlegen und die dann auf die entsprechenden Agenten aufzuteilen. Und als extra Feature mit diesem Machine Learning, also Predictive Test Selection, heißt, dass Gradle Enterprise die historischen Daten der Tests benutzt. Das beinhaltet sowohl die Dateien, die geändert wurden, als auch wie oft der fehlgeschlagen ist, als auch auf welchen Änderungen der schon gelaufen ist und trainiert damit ein Machine Learning Model, um zu entscheiden, welche Tests denn jetzt am wichtigsten sind auszuführen, damit ich möglichst früh das Feedback bekomme, ob ein Test fehlgeschlagen ist. Und wir schaffen dadurch 99%, also trotzdem 99% der fehlgeschlagenen Tests zu finden, obwohl wir nur die Hälfte der Zeit brauchen. Also was du jetzt beschreibst, also du hast oft schon Gradle und Gradle Enterprise erwähnt, vielleicht kann man dann noch mal ein bisschen was zu sagen, was ist jetzt direkt in Gradle drin, was ist so ein Enterprise-Feature? Also Gradle ist ja ein Build-Tool, das heißt, ich ist ein Command-Line-Tool, das ich bei mir lokal ausführe und dann entsprechend diese meine Build-Artefakte erzeugt, während Gradle Enterprise dieser DPI-Server ist, der lokal bei Ihnen im Unternehmen installiert wird und der die Daten sammelt und diese Beschleunigungstechnologien anbietet. Das heißt, wenn man sich überlegt, alles, was isoliert auf einem Build ist, wenn man es so will, das ist im Endeffekt Gradle, das Build-Tool. Und alles, wenn man mehrere Builds anschauen will, zum Beispiel, wenn man die Testhistorie braucht oder wenn man sich aus vergangenen Builds irgendwelche Sachen anschauen will,
oder wenn man im Test Distribution machen will, also alles, wo man nicht mehr auf seiner lokalen Maschine irgendwas machen kann, das ist dann der Gradle Enterprise Server, der die Daten sammelt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Also ein bisschen genau der Unterschied und welche Features sind jetzt wo sozusagen angesiedelt. Genau. Ne? Und Gradle Enterprise läuft nicht nur für Gradle, sondern auch eben für Bazel und Maven. Mhm. Ist halt auch, deswegen ist es ein anderes Produkt. Und von den Features, die wir darüber gesprochen haben, also den lokalen Bild schneller machen, aber auch durch die Einsichten von Gradle Enterprise, weil wenn ich nicht weiß, ob der jetzt wieder langsam wird oder schneller wird, dann hilft es mir nicht so viel. Also dafür ist es schon wieder wichtig, die Daten zu sammeln. Aber das Beschleunigungsfeature an sich, also der Configuration Cache und der inkrementelle Bild, der ist schon in Gradle eingebaut. Dazu braucht man keinen Gradle Enterprise, um die benutzen zu können. Hm. Während für die Test Distribution und Predictive Test Selection, dafür ist Gradle Enterprise notwendig. Mhm. Wenn man jetzt Interesse hat, das zu nutzen, wie kommt man da ran? Gradle Enterprise, wie startet man? Gibt es Trials? Gibt es irgendwelche Webseiten, wo man sich einloggen kann, das man ausprobieren kann? Also es gibt mehrere Instanzen von Gradle Enterprise, die man sich anschauen kann, einfach im Netz. Also zum Beispiel unsere eigene ge.gradle.org oder ge.spring.io, wenn man sich die Spring-Instanz anschauen will. Im Allgemeinen, wenn man jetzt sagt, oh, das ist super, das will ich jetzt sofort haben, ich will meine Build schneller haben, würde man auf gradle.com gehen, da entsprechend, da kann man dann Kontakt mit uns aufnehmen. Wie wir gesagt haben, dann wird ein Trial mit der entsprechenden Firma gemacht. Das dauert meistens so ungefähr einen Monat. Also man hat dann jede Woche so Check-In-Points und ein Solutions-Engineer von uns kümmert sich dann darum, um eben auch festzustellen, wie viele Einsparungen in ihrem aktuellen Build möglich sind. Und dadurch, dass ein Developer Productivity Engineering Tool ist eine neue Produktkategorie, deswegen ist es schwierig, Leute zu finden, die damit Erfahrung zu haben. Und was macht man jetzt damit? Das haben wir am Anfang haben wir gesehen, die Leute probieren das dann aus und dann passiert nichts. Deswegen werden wir die begleiten und am Ende gibt es auch eine ROI-Kalkulation, die dann 9 von 10 Kunden dazu bewegt, Gradle Enterprise dann zu kaufen am Ende des Trials. Also, dann vielleicht nochmal ein Ausblick, wo seid ihr gerade dran, wie geht es jetzt weiter? Ja, einige Features schon beschrieben, ist was Neues in der Pipeline auch schon? Welche Seite? Das ist eine gute Frage. Neue Gradle-Version, neue Features. Also Gradle-Versionen, Gradle 8 steht vor der Tür. Da wird der Configuration Cache in der 8x-Reihe auf jeden Fall stabil werden. Ist jetzt noch ein experimentelles Feature. Zurzeit ist noch ein Incubating-Feature. Ja. Andere Sachen, auf die wir uns fokussieren wollen, ist die Bilddefinition für JVM-Builds leichter zu machen. Von der Gradle Enterprise-Seite ist es eins der Features, ist auf jeden Fall kommen wird, es mehr Einsichten darum, wo jetzt der Build ineffizient ist, also speziell bezüglich Caching. Da haben wir zwar die Möglichkeiten, die Rohdaten rauszuholen, aber eben auch, was es noch nicht gibt, ist durch Machine Learning automatisch festzustellen, ah ja, da ist ein Problem, dieser Task wird praktisch nie gecached oder sowas in der Art. Das sind da die nächsten Features, die da sicher kommen werden. Ja, super spannend. Dann warten wir gespannt auf das, was kommt und probieren das aus, was es jetzt schon gibt. Vielen Dank für den spannenden Talk, den du hier halten durftest und das Interview hier. Ja, vielen Dank.